ich darf aber anfangen, so haben wir das abgesprochen. Und letzten Endes war der Titel ist überschrieben mit mobile Lernunterhaltung, Qualität von Apps aus Sicht von Pädagogen und Kindern. Und ich übernehme jetzt den Part, dass ich Ihnen über dieses Projekt, das wir durchgeführt haben, so ein bisschen die Sicht der Pädagogen nahebringe. Und wir machen dann in dem zweiten Teil so eine Art Cross-Check. Das heißt, Sie werden ein paar Apps kennenlernen, die Lara und Emily Ihnen vorstellen werden, was Kinder davon halten. Und darüber schauen wir mal, ob und wie wir ins Gespräch kommen. Es gab so eine Grundidee, dass wir ist da letztlich die AG Medienpädagogik der Uni Mainz, gesagt haben, wir wollen mit unseren Studierenden zusammen uns mit dem Thema Apps auseinandersetzen und insbesondere mit Apps für Kinder. Und wir haben ein bisschen hin und her überlegt mit den Studierenden zusammen, was fehlt eigentlich oder was interessiert uns an diesem Thema. Und wir kamen schnell dahin, dass wir gesagt haben, eigentlich interessiert es uns, letztlich diese uralte Qualitätsdebatte nochmal zu führen, die Frage zu führen, was sind eigentlich gute Apps, wenn wir sie jetzt als sowas wie ein neueres Genre oder ein neues Kindermedium neben Kinderhörspielen, Kinderradio, Kinderfernsehen, Kinderinternet sehen. Was lässt sich da übertragen, was nicht? Wie können wir irgendwie uns darüber unterhalten oder ins Gespräch kommen? Was verstehen wir unter guten Apps? Und wir kamen dahin, dass wir gesagt haben, wir öffnen und wir diskutieren das nicht bei uns im Seminar, in einem Seminarraum über den Zeitraum von einem Semester, sondern wir diskutieren das mit euch da draußen. Wir öffnen das und so kam die Idee unter dem, was wir genannt haben, Media Literacy Lab, dass wir gesagt haben, wir stellen diese Frage nach da draußen, was in dem konkreten Fall heißt, wir stellen die Frage ins Netz und wir laden Leute, die sich für das Thema interessieren, ein, mit uns zusammen über einen bestimmten Zeitraum sich zu dem Thema zu verständigen und zusammenzukommen. Unten die zwei Punkte sind letzten Endes, weil wir auch alles Mediendidaktiker sind, die Frage, wie machen wir das? Und wir haben ein bestimmtes, sage ich mal, mediendidaktisches Design entwickelt, das sich lerntheoretisch sehr stark am Konstruktivismus anlehnt, dass wir gesagt haben, wir stellen eine Frage, geben quasi ein Problem nach da draußen und wir bitten die Community, dieses Themenfeld zu bearbeiten. Heraus kam ein offener Online-Kurs, der stattgefunden hat, ist schon quasi für App-Verhältnisse eine Weile her, von einem knappen Jahr teilgenommen oder unsere Einladung angenommen haben, circa 250 Teilnehmerinnen. Das waren Studierende, wir hatten Kooperationen zum Beispiel mit der Uni Erfurt, die ja den Studiengang Kindermedien hatten. Wir haben mit dem Landesfilmdienst Rheinland-Pfalz, die haben letzten Endes ihren Verteiler ein bisschen benutzt. Also wir haben ein bisschen kooperiert, aber natürlich nicht über eine große Pressegeschichte, wir sind ein Uni-Projekt, Werbung dafür gemacht und 250 Leute haben geantwortet und haben gesagt, ja, wir sind dabei. Das Ganze war eine kompakte Veranstaltung über 3 Wochen und diese Community, wie ich sie jetzt hier nenne, hat sich 2 Ziele gesteckt, innerhalb dieser 3 Wochen zu bearbeiten. Das erste Ziel war, einen Kriterienkatalog zu arbeiten, um Apps zu bewerten, und zwar als Pädagogen, aus einer pädagogischen Perspektive. Und sie hat sich ein zweites Ziel gesetzt, nämlich eine Datenbank zu schaffen. Wer sich ein bisschen beschäftigt oder auf die Suche begibt als Lehrer, als Eltern, als interessierter Medienpädagoge nach Kinder-Apps, der stellt, denke ich, auch jetzt, ein Jahr später noch fest, dass das gar nicht so leicht ist. Die Stores, über die ja der Zugang besteht zu den Apps letzten Endes, sind, glaube ich, für Eltern nur sehr, sehr bedingt geeignet, tatsächlich Dinge zu finden. Es gibt viele Internetseiten, Blogs von Privatpersonen, die sich damit beschäftigen, die aber häufig auch ein bestimmtes Interesse verfolgen, nämlich tatsächlich Leute auf ganz konkrete, bestimmte Apps hinzuführen. Und letzten Endes hatten wir die Idee, wir schaffen einfach über ein Wiki irgendwas, was diese Community geschaffen hat und was ein Stück weit zumindest, ich weiß nicht, ob unabhängig, neutrale Datenbank ist, aber zumindest etwas, wo einfach diese Community dahinter steht, die sich ja sehr wild und breit und bunt zusammengemischt hat. Wir hatten einen großen Partner an der Seite, das heißt Ziel, nur ganz kurz, auch eine Datenbank tatsächlich zu entwickeln, die öffentlich zugänglich ist. Das Ergebnis werde ich noch kurz vorstellen von der Internetseite her. Wir hatten einen großen Partner,
an der Seite, an dem wir uns orientiert haben, nämlich letztlich PROSCON, ist vielleicht einigen von Ihnen bekannt, die sich mit Jugendmedienschutz im europäischen Kontext beschäftigen. PROSCON ist ein EU-Netzwerk, das sich mit Positive Content for Children beschäftigt. Wenn Sie ein bisschen die europäischen Diskussionen verfolgen, wissen Sie, dass man zunehmend so ein bisschen wegrückt von so Termini wie Safer Internet. Es geht eher hin zu sowas wie Better Internet for Children, Positive Content for Children, also so ein bisschen mit sanfteren Begriffen agiert wird, was mit Sicherheit auch ein Stück weit darlegen soll, dass sich dass Kinder tatsächlich, also die Rezipienten, mehr in den Fokus genommen werden sollen. Und PROSCON erschien uns als ein sehr gutes Netzwerk, um einen gewissen inhaltlichen Rahmen zu setzen. PROSCON hatte zu der Zeit schon einen Grobrahmen aufgesetzt an Kriterien zur Bewertung von Positive Content. Der war sehr breit gefasst und war nicht app-spezifisch, aber den haben wir als Grundlage genommen und reingespielt in die Community und gesagt, hier sind so ein paar Basiskategorien oder Basisthemenfelder, um die herum wir anfangen wollen zu diskutieren. Das war es dann aber auch letzten Endes. Und dann fing diese Community an zu arbeiten. Das heißt, grob gesagt, über diese 3 Wochen hinweg hatte man die erste Woche Zeit oder 10 Tage Zeit, um für die Aufgabe zu bewältigen, und zwar kollaborativ in kleinen Projektgruppen und mit bestimmten Peer-Reviewing-Verfahren, um diesen Kriterienkatalog aufzusetzen, einen gemeinschaftlich erstellten Kriterienkatalog. Und dann hatte man wiederum grob 10 Tage Zeit, um selbst eine App zu testen, also eine App sich auszuwählen, die einen interessiert, die man spannend findet, und die gegenzuchecken gegen diesen Kriterienkatalog und das Ganze in einem Wiki münden zu lassen. Das ist die Idee, und nur noch eins, weil es wichtig ist für das gesamte Setup quasi von diesem Projekt, ist, dass es unter CC-Lizenz veröffentlicht wurde, und zwar sämtliche Inhalte, die eine Weiterverwertung möglich machen. Also dieses Community-Produkt ist an der Stelle nicht mit dem Kurs zu Ende gegangen, sondern es ist ein Produkt, das Sie jetzt noch in sämtlichen Phasen des Kursverlaufs nachvollziehen können online, und von den Ergebnissen her und auch von den Zwischenergebnissen her kann es weiterverwertet und weiterverwendet werden, und zwar natürlich nicht nur von denjenigen, die den Kurs absolviert haben, sondern auch von denjenigen, die sich einfach für das Thema interessieren, von Einzelpersonen, Privatpersonen bis hin zu einer kommerziellen Nutzung. Das ist die CC-Lizenz, unter der wir gearbeitet haben. Das sind grob die Kriterien, die zugrunde gelegt wurden. Das Ganze wurde letzten Endes, auch den Mediendidaktikern fehlt letzten Endes viel Erfahrung mit offenen Online-Kursen. Das Ganze ist gemündet, um es vorneweg zu nehmen, in einem 35-seitigen Dokument, das entstanden ist. Sehr, sehr wild, es kam sehr viel zusammen. Ist wirklich zu sehen als so eine Art tiefes Grundbrainstorming, das da 10 Tage lang stattgefunden hat. Es haben sich Gruppen formiert zu diesen einzelnen Kriterien, die dann unter der Zuhilfenahme, und ich glaube einige davon, mit Sicherheit einige davon sitzen auch hier im Raum, die Coaches, sich als Coaches für die einzelnen Arbeitsgruppen zur Verfügung gestellt haben. Das war zum Beispiel Otto Vollmers, das war Achim Hackenberg, also Leute aus ganz unterschiedlichen Kontexten, die mal mehr, mal weniger Hilfestellung geleistet haben online diesen Arbeitsgruppen, um tatsächlich auch einen Kriterienkatalog aufzusetzen, der so gut wie möglich eben innerhalb dieser Kürze der Zeit und mit dem Know-how, das da zusammengekommen ist, sich tiefer auseinanderzusetzen und was aufzusetzen. Qualität, ich war früher bei FragFin und habe insofern mich häufig mit dem Thema Qualität auseinandergesetzt und viele Diskussionen geführt zu diesem Thema. Und letzten Endes ist es natürlich auch beim Thema App so, dass es mindestens 2 Blickwinkel gibt oder 2 Arten geben kann, wie wir dieses Thema bearbeiten. Und insofern habe ich diese Grafik mit den 2 Kindern nochmal auseinandergepflückt. Und was wir versucht haben, ein bisschen darzulegen, ist letzten Endes, ja, man kann einerseits drauf schauen, dass wir tatsächlich uns die Angebote isoliert vornehmen. Das heißt, wir picken uns eine App raus und wir schauen uns diese App an und wir haben bestimmte Kriterien und nach diesen Kriterien überprüfen wir dieses Angebot. Und wir blenden letzten Endes aus die Rezeption des Kindes dabei, also wie geht das Kind damit um und in welchen pädagogischen Situationen und Kontexten kommt diese App überhaupt zum Einsatz. Wir blenden das so ein Stück weit aus. Das ist ja letzten Endes ein sehr pragmatischer Ansatz, der natürlich sehr sinnvoll ist, wenn es darum geht, einfach eine Datenbank zu erstellen beispielsweise, wo man schnell bestimmte Informationen zu einem bestimmten Angebot abrufen kann. Es hat aber natürlich, wie wir alle im Raum wissen, auch seine Grenzen. Und letztens für diejenigen, die tatsächlich mit Kindern zu tun haben, werden diese Grenzen sehr schnell offenbar.
nämlich dass die Kontexte ausgeblendet sind, dass man wenig, dass tatsächlich Eltern wenig Hilfestellung bekommen oder nur bis zu einem bestimmten Grad Hilfestellung bekommen, was jetzt diese App tatsächlich für mein Kind kann oder ob es für mein Kind irgendeine Relevanz hat, ob es in irgendeiner Form ein sinnvolles Angebot ist, geschweige denn, wenn wir über den Einsatz von Apps im Kita und in der Grundschule reden. Und deswegen haben wir versucht, zumindest mal eine offene Debatte in dieser Hinsicht zu führen. Und da ist mit Sicherheit sehr viel Luft nach oben. Aber wir haben uns, denke ich, in dieser Community sehr stark Mühe gegeben, zumindest zu versuchen, in dieser Datenbank ein bisschen tatsächlich Kinder auch mit zu Wort kommen zu lassen. Und ich glaube, was so das große Medium tatsächlich war in diesem Kurs, war ein Podcast. Das heißt, wir hatten viele Engagierte, die aus ihrem beruflichen pädagogischen Kontext heraus oder einfach, weil sie Kinder zu Hause haben, Gespräche geführt haben mit ihren Kindern über bestimmte Apps. Und die haben sie auch über diese Datenbank verfügbar gemacht. Ist ein kleiner Ansatz, aber vielleicht könnte man das weiterdenken, was möglich wäre, um aus ein bisschen starren Angebotsübersichten herauszukommen, die tatsächlich auch für die pädagogische Praxis eine Relevanz, eine echte, harte Relevanz aufweisen. Und das, ich habe es jetzt nicht, Sie finden das alles online, aber letzten Endes unter diesem groben Cluster, wir schauen uns tatsächlich die Qualität des Angebots an, fallen dann solche Menüpunkte wie zum Beispiel, wie verhält sich mit der Navigationsstruktur, harte Kriterien wie, wenn ich das Spiel erfolgreich durchlaufe, kann ich das nur, wenn ich auch bestimmte Sachen mir dazu kaufe zum Beispiel. Kriege ich Hilfestellung, wenn ich Fehler mache? Was für eine Form von Rückmeldung wird Kindern gegeben, wenn sie Fehler machen? Gibt es verschiedene Lösungswege oder ist das ein ganz hartes, lineares, behavioristisches Modell? Das Kind muss rechnen, 5 plus 3 ist 8 und dann kriegt es eine klare Rückmeldung und das war's. Ist es adaptiv? Gibt es die Möglichkeit für Kinder ein Stück weit mit groß zu werden mit dieser App? Können unterschiedliche Voraussetzungen irgendwie, werden die aufgefangen? Und wiederum auch Prüffragen, die wir versucht haben einzubauen, die tatsächlich ein bisschen eher halt vom Kinder ausgehen. Also so ein Stück weit, es soll ja um Hilfestellung für Eltern auch gehen. Knüpft die App an die Lebenswelt des Kindes an? Benutzen Kinder die App gerne auch mehrmals? Sehr häufig haben wir es tatsächlich zu tun. Die Kinder schauen sich einmal eine App an, die Eltern ihnen runtergeladen haben und dann landet sie irgendwo im digitalen Mülleimer. Wird Entdeckergeist geweckt? Wird Neugierde geweckt? Werden Kinder dazu angeregt, auch tatsächlich selber was zu machen? Also die Möglichkeiten von mobilen Medien liegen ja genau da oder von digitalen Medien liegen ja genau da. Oder da wird es spannend, wo Kinder tatsächlich irgendwas vorfinden, was sie in Büchern noch nicht vorfinden oder was sie vielleicht auch nicht auf Internetseiten vorfinden, weil sie mit diesen mobilen Geräten rumgehen können und nach draußen gehen können. Rausgekommen ist das. Eine Datenbank, ein einfaches Wiki. Wir haben die Teilnehmer des Kurses dahin gebracht, dass sie selbst Wiki-Beiträge geschrieben haben. Wir haben das letzten Endes einfach didaktisch moderiert, aber nicht inhaltlich. Das heißt, sie finden in dieser Datenbank die ganzen App-Besprechungen der einzelnen Teilnehmerinnen, verbunden mit einem Screenshot, mit einer Zusammenfassung und dann mit einer Bewertung entlang dieser, ich glaube, es waren 12 Kriterien. Und es wurden Roboter vergeben. Genau, also im Sinne von 5 ist sehr gut, 1 gefällt uns nicht sehr gut. Wir hatten, man muss das alles im Kontext sehen, wir haben einen Peer-Reviewing-Durchlauf gemacht. Das heißt, wenn jemand, bevor eine App-Review tatsächlich veröffentlicht wurde, musste jemand anderes drauf geschaut haben und ein Review dazu verfasst haben. Und die Person, der Verfasser tatsächlich, musste die eingearbeitet haben. Und im Nachgang, das ist das, was ich schon gesagt habe, im Sinne von Reuse, gab es tatsächlich im letzten Jahr einiges, was passiert ist, wo die Ergebnisse dieses Kurses, das, was die Community geschaffen hat, auch tatsächlich überführt wurde in unterschiedliche, ganz andere Kontexte, sei es in Zeitschriftenmagazinen, sei es, dass die Leute, wir hatten viele Medienpädagogen, die tatsächlich in der medienpädagogischen Praxis aktiv sind beruflich, dass die die Ergebnisse mitgenommen haben, dass sie das zu Elternabenden mitgenommen haben. Wir hatten viele Studierendenprojekte, die das nachverfolgt haben. Ich glaube, eine große Sache, die ja tatsächlich seitdem passiert ist und wo wir dankenswerterweise auch mitarbeiten durften, ist die Datenbank Apps für Kinder vom Deutschen Jugendinstitut. Auch da, wenn Sie die durchgehen, finden Sie viele, viele Beiträge, die von Community-Mitgliedern kommen.
Ich gucke kurz auf die Uhr. Lassen Sie mich noch ein paar Sätze sagen, bevor wir das Feld öffnen für euch. Wir haben im Nachgang an diesen Kurs, der sehr wild war und letzten Endes, meine ich sagen zu können, auch eine große Resonanz letzten Endes gefunden hat. Also wo, ich finde, 250 Leute sind nicht wenig und das Thema hat viele umgetrieben. Wir haben im Nachhinein uns so ein paar Dinge nochmal rausgegriffen und ich habe mit Studierenden letzten Endes diese Datenbank, die geschaffen wurde, mir nochmal genau angeguckt, zusammen mit den Studenten. Und weil mein Vortrag hier heute überschrieben ist mit auch mit mobile Lernunterhaltung, greife ich mal so ein bisschen unsere empirisch nicht validen Beobachtungen heraus, als wir uns die ganzen Apps, die in der Datenbank sind, nochmal angeguckt haben und versucht haben, die lerntheoretisch zuzuordnen. Das sind Tendenzen, die ich Ihnen hier sage. Das sind wirklich Tendenzen. Aber eine Sache, die wir ausmachen konnten, ist letzten Endes, dass viele dieser Apps, die in dieser Datenbank gelandet sind, letzten Endes, wenn man mal wirklich die lerntheoretisch hart zu Ende denkt und sich zu Ende anguckt, aus dem Behaviorismus kommen. Wir sind da ganz häufig letzten Endes wieder bei Skinner. Wir haben viel gerade natürlich aus diesem mathematischen Bereich, aber ganz viel erinnert letzten Endes an die Zeit als Lernsoftware, an die Anfänge aus der Lernsoftware. Die Screenshots der Linken, das ist aus einem alten Lernsoftwareprogramm, das ist keine App, weil ich hier auch keine App bashen möchte. Aber letzten Endes ist es wirklich sehr auffällig und sollte uns vielleicht so ein bisschen zu denken geben. Es ist sehr, sehr schwer tatsächlich, gute Apps zu finden. Gute Apps, wie wir es eigentlich verstehen, als dass sie gut sind für Kinder, wenn wir an die mediendidaktischen Überlegungen aktuellen Debatten denken, an die medienpädagogischen Debatten. Es ist nicht so leicht, und wenn ich mir vorstelle, wie Eltern in den App Store gehen oder in Play, wo es ja wirklich extrem hart ist, an Kinder-Apps überhaupt zu finden. Ich glaube, es wird sehr schwer tatsächlich. Ich glaube, was wir tatsächlich bräuchten, ist eine gute Hinführung an Eltern und an Erzieherinnen und an Lehrerinnen, was wir aus pädagogischer Sicht für gut halten. Also das ist wirklich was sehr augenfällig ist. Sie finden extrem viele Quizzes, extrem viele Memories, extrem viele Multiple-Choice-Aufgaben, die im Kleinkind- und im Vorschulbereich, aber auch im Grundschulbereich zu finden sind. Und auf der rechten Seite wiederum ein sehr offenes Ding, was natürlich auch letzten Endes durch mobile Mediennutzung sehr stark einen Push bekommen hat, so eine Anwendung wie Minecraft. Ich weiß nicht, wie viele von Ihnen das kennen oder wie viele von Ihnen damit spielen. Ist aber was tatsächlich auch bis in den Kita-Bereich reinwirkt. Also es gibt natürlich, uns ist auch was entstanden, aber man muss vielleicht ein bisschen danach suchen oder man muss mit Kindern reden, dass man offene Systeme findet, wo tatsächlich diese Idee Lego tatsächlich auch ins Digitale übertragen wird und Kinder die Möglichkeit haben, einfach zu basteln, zu tüfteln, rumzudaddeln an irgendwas und dadurch aber natürlich in irgendeiner Form auch in einen kreativen Prozess eintreten können, in einen gestalterischen Prozess eintreten können. Das ist so eine Beobachtung, die wir gemacht haben. Eine andere, viele dieser Apps sind letztlich sehr, sehr passgenau für eine Nutzung, für ich bin unterwegs, ich sitze im Auto, ich habe 10 Minuten Zeit, ich gebe meinem Kind diese App in die Hand. Ich glaube, auch da letzten Endes besteht Luft nach oben oder lohnt es sich genauer hinzugucken, welche Apps gibt es denn eigentlich, die dieses Themenfeld mobiles Lernen ernst nehmen. Ich habe hier rechts, und ich zeige es Ihnen jetzt nicht, aber Sie haben unten die URLs und ich stelle Ihnen die Folien bereit. Nur ein ganz Mini-Beispiel davon. Wenn Sie in die medienpädagogische Praxis im Moment reinschauen, dann brauchen Sie gar nicht weit zu gucken. Das ist hier Berlin Impuls, Projekte, die hier in Berlin stattfinden. Kinder, die Ihnen erklären, wie Sie mit dieser App Action Bound durch die Stadt ziehen und Rallyes veranstalten für andere Kinder. Ich glaube, es gibt ganz viel letzten Endes, wenn man das so ein bisschen in Relation setzt zu dem, was man so beim ersten Durchforsten von App Stores findet, würde ich auch da sagen, wir haben Ausbaupotenzial oder ja.
Ich kürze es ab. Es wäre jetzt wirklich schade, weil ich auch pünktlich los muss, wenn wir nicht die Gelegenheit hätten, in diese Apps reinzuschauen und ihr habt euch extra auf den Weg gemacht zu uns. Deswegen nochmal eine ganz herzliche Begrüßung an euch beiden, Lara und Emily. Und wenn es für Sie okay wäre, würden wir jetzt übergehen in eine tatsächliche Präsentation von ein paar Apps für Kinder im Grundschulbereich. Haben Sie bis dahin Fragen, die Sie vielleicht direkt noch an mich richten wollen, oder kann das Feld freigegeben werden? Alles klar, dann würde ich sagen, gehen wir rüber zu, ich glaube, Sprinkle ist das erste, ich weiß es nicht. Können wir rüberschalten zu der anderen Präsentation? Vielleicht kann ich an der Stelle sagen, Emily und Lara sind, wie Sie es an den T-Shirts auch leicht erkennen können, tatsächlich Finn-Reporter. Das heißt, die ziehen für Finn durch die Lande und machen Videos, die Sie ja auch auf fragfinn.de finden und ich glaube auch bei YouTube finden in einem eigenen Kanal. Insofern seid ihr quasi versiert dafür, auch tatsächlich euch nicht nur mit Internetseiten zu beschäftigen, sondern auch mit Apps. Muss ich was tun? Okay. Fotos von euch, aber wir haben euch tatsächlich hier. Insofern, ihr habt euch angeschaut 6 Spiele-Apps. Cut the Rope, Sprinkle, Lisa taucht ab. 4 Bilder, ein Wort, König der Mathematik und Machinarium. Das sind alles Apps, die Sie auch mit App-Besprechung finden auf dieser Datenbank www.guteappsfuerkinder.de. Insofern, und die da letzten Endes alles, wenn ich es richtig im Kopf habe, auch von der Community mit sehr gut bewertet, also gut bis sehr gut bewertet wurden. Insofern wird es jetzt spannend zu gucken, wie euer Urteil ausfällt und vielleicht habt ihr Lust, uns ein bisschen durchzuführen durch die einzelnen Apps. Wollt ihr, dass ich hier was mache oder kommt ihr hierher? Hier, es liegt das iPad. Ja, also wir haben die 3 Apps Sprinkle, Lisa taucht ab und Marianium, die wir euch jetzt vorstellen werden, was wir so bewertet haben. Bei Sprinkle haben wir im Großen und Ganzen bewertet 4 von 5 Punkten gegeben, weil uns, wir fanden es an dieser App nicht so toll, dass am Anfang nicht erklärt wird, was man genau machen soll, was ja bei einer App mehr oder weniger dazugehört. Ja, also das fanden wir ziemlich doof. Die Idee aber, dass man ein Feuer löscht mit einem Feuerlöscher, fanden wir trotzdem sehr gut. Ja, deswegen 4 Punkte. Jetzt die zweite App, Lisa taucht ab. Da haben wir im Allgemeinen auch eher so 3-4 Punkte gegeben. Es ist eher ein interaktives Buch als ein richtiges Spiel. Und also man wusste nicht genau, was man immer auf jeder Seite tun sollte. Deswegen eben auch 3-4 Punkte. Trotzdem war der Schwierigkeitsgrad einfach. Wollt ihr es am iPad ein bisschen zeigen? Ja. Also erstmal Sprinkle nochmal zeigen. Hier. Darf ich spielen und du sagst dazu? Also in dieser App geht es also darum, dass man mit dem Feuerlöscher dann das Feuer löschen muss, was man jetzt hier auch sieht. Und dann muss man das dann auch so bewegen, sodass man dann das Feuer löschen kann. Und dadurch kriegt man dann eine entsprechende Punktzahl, wie toll man das dann so macht, wie toll man das Feuer löscht. Und dann sieht man hier auch diese Tropfen. Und wenn man jetzt 5 Tropfen hat, ist das besonders gut. Wenn man nur 4 hat, dann ist auch ganz gut. Und alles darunter sollte man dann ist dann ausbaufähig. Und so geht es dann Level für Level immer weiter. Ja. Jetzt nochmal zu Lisa taucht ab.
Ja, das ist ein interaktives Buch. In der Ecke steht auch immer, was man machen soll. Man muss diese ganzen Sachen nicht machen. Man kann es sich einfach auch durchlesen und die Geschichte dann hören. Zum Beispiel. Also hier muss man jetzt zum Beispiel das Gerät kippen, um den Stecker rauszuziehen, was ich gerade nicht so gut hinkriege. Ja, also da muss man dann eben kippen, was hier dann auch steht, um den Stecker dann irgendwie rauszukriegen. Was gerade irgendwie nicht geht. Ja, was dann manchmal etwas länger dauert. Jetzt müsste es geklappt haben. Gleich klappt's. Ja, hier sieht man, wie Lisa sich ganz doll anstrengt. Irgendwie kriegen wir es nicht hin, das war auch ein Kritikpunkt, dass man irgendwie ganz schön viel Kraft anwenden muss, um dieses Level zu lösen. Ja. Und jetzt zur dritten App. Diese heißt Maschinarium. Also im Großen und Ganzen fanden wir diese App so 3 bis 4 Punkte, da es schon ziemlich schwierig ist, diese App. So, und hier ist man eben, ich warte kurz. Ja, ich kann ja schon mal was sagen. Also, sie ist schon ziemlich schwierig und ich finde auch die Grafik ziemlich düster. Und ja, das finde ich jetzt nicht so gut. Aber die Rätsel, die sind schon ziemlich einfallsreich. Also jetzt nochmal zur App. Hier ist man dieser kleine Roboter, der jetzt gerade versucht, sich wieder zusammenzubauen. Und jetzt muss man so einzige Aufgaben erfüllen. Sieht man jetzt hier. Und man kann sich auch bewegen. Hui, ja, hui, ja, hui, ja, hui, ja. Und jetzt zum Beispiel kann man es so machen, man tippt dieses kleine Tierchen an. Und dann sieht man, was dieser kleine Roboter will. Und der zeigt dann einem, was der will. Und dann kann man hier, nimmt dieses kleine Kuffeltier. Und da oben ist das Inventar. Und dann kann man das immer so rausnehmen. So zu dem kleinen Tierchen. Da. Ja, also bis man das auch erstmal begriffen hat, dauert das schon ganz schön lange. Ist das jemand das Ziel, dass man den Roboter wieder zusammenbauen muss? Nee, das ist jetzt nur in dem ersten und dann kommen noch so weitere Rätsel, dass man irgendjemand anderen zusammenbauen muss oder irgendwie jetzt darüber kommen muss, aber das ist ja jetzt erstmal nicht das Ziel. Bauen und rüberkommen und rätseln. Ja. Ja, also das waren die Apps, die wir so vorstellen wollten. Und jetzt werden wir unsere Lieblings-Apps vielleicht doch mal vorstellen. Also erzählen, nicht vorstellen. Dazu haben wir keine Zeit. Emily, fang du doch mal an. Gute Idee. Sehr gute Idee. Also ja, meine Lieblings-Apps sind zum Beispiel Bravo, das ist auch eine Zeitung, die gibt es auch als App. Und Subway Surf, da muss man als Figur auf so Waggons oder so raufspringen und Münzen sammeln und alles sowas. So ähnlich ist auch Temple Run und das sind so meine Lieblings-Apps. Was ist denn mit dir, Lara? Ja, also ich mag am meisten solche Suchspiele wie zum Beispiel Pearl's Peril. Also da muss man eben so Dinge suchen in so bestimmten Suchbildern. Genauso ähnlich ist es auch bei Secret Society und Secret Passages. Und also ich finde, so etwas macht schon sehr viel Spaß, wenn man dann so Sachen suchen muss, was ja auch teilweise ziemlich knifflig ist. Ja, das sind so meine Lieblings-Apps. Darf ich euch fragen? Vielen Dank erstmal, dass ihr äh,
Darf ich anfangen und fragen? Du hast gesagt, du magst Bravo gerne. Mhm. Was ist der Unterschied zu Bravo als Printzeitschrift? Naja, also jeden Tag, jeden Tag sind neue Artikel von Stars oder anderes auch drin und die Bravo kommt ja sonst immer nur einmal pro Woche raus und so hat man jeden Tag einen neuen Artikel. Mhm. Also, dass es noch aktueller ist, ja. Als du musst nicht lange warten auf Inhalte. Okay. Und vielleicht dieselbe Frage an dich, wenn du sagst, du suchst gerne Sachen. Was ist der Unterschied zwischen, meinst du diese Bücher, es gibt ja diese großen Wimmelbücher, kennst du die, diese großen, auch für große Kinder? Oder beschreib uns nochmal vielleicht, was für eine Such-App du meinst. Also die Such-Apps, die ich dann immer nehme, die sind dann, die können auch Erwachsene benutzen. Also es ist jetzt nicht so, dass es jetzt nur auf Kinder bezogen ist, sondern dass es schon auch für Ältere ist. Und und da muss man dann so, also ich mag das dann, wenn man dann bestimmte Sachen in irgendwelchen Bildern suchen muss. Mhm. Und ja. Ja. Du hattest, einer von euch hatte irgendwo auf einer Folie geschrieben, so einen Satz wie, ich mag Lern-Apps nicht. Das war ich? Ah ja. Kannst du den Satz vervollständigen? Da ging es, glaube ich, noch weiter. Ja, okay. Was gefällt dir nicht? Also ich habe geschrieben, dass man bei Lern-Apps eigentlich nicht so das lernt, was man wirklich lernen will. Also ich habe immer die Erfahrung gemacht, dass man jetzt nicht bei Lern-Apps dann so gleich, ach, jetzt bin ich schlau, jetzt weiß ich alles darüber, sondern es ist eher so ein bisschen anders und ja, das mag ich eben nicht so an Lern-Apps manchmal, weil es kommt eben so rüber, als ob man dann danach ganz viel darüber weiß, aber eigentlich eher nicht. Also so habe ich die Erfahrung gemacht, das könnte jetzt bei anderen vielleicht anders sein, was ich befürchte. Oh, ja. Geht's dir da ähnlich oder wie enttarnst ja, also, du das auch? Ja, fast so ähnlich. Wir hatten ja auch eine App, die haben wir jetzt nicht vorgestellt, König der Mathematik. Das hat auch sehr Spaß gemacht. Man weiß ja natürlich denn nicht jetzt zum Beispiel, was 1548 mal 1000 oder so ist auf einmal. Also irgendwie so eine tolle Aufgabe. Aber man lernt schon mehr schneller Kopfrechnen und das ist das Tolle bei der App zum Beispiel. Die funktioniert wie so ein Quiz, ne? Ja, ich also das auch, man kriegt so eine Aufgabe, keine Ahnung, 18 plus 9. Ja, gehen wir rein. Kannst du das vielleicht mal zeigen? Ja. So. Da wurde schon gespielt. Also, hier hat man jetzt zum Beispiel eine Aufgabe, hier steht jetzt kleinstes Ergebnis. Jetzt muss man in diesen Aufgaben das kleinste Ergebnis raussuchen, was jetzt hier so 1 plus 2 wäre, was ja dann richtig ist. Und muss man das immer so durchrechnen. Und wenn man das dann geschafft hat, dann... Und das natürlich schnell machen, weil da oben läuft die Zeit. Und wenn man das dann geschafft hat, dann kommt dann immer so ein paar Ringe höher, bis man dann irgendwie, glaube ich, König wird, wie ich das jetzt richtig verstanden habe. Ja, und das sind dann 10 Fragen und am Ende eines Kapitels kommen dann immer die ganzen Sachen gemischt. Und das ist eigentlich auch ganz gut, weil es macht sehr viel Spaß und man wird dann irgendwie immer angespornt, dass man das jetzt schaffen möchte. Und ja, also das mag ich an der App. Weil man spielt jetzt hier nicht einfach so wild durch die Gegend, sondern man weiß, dass man dafür etwas tun kann. In dem Sinne. Und wenn man das jetzt geschafft hat, dann sieht man die Punktzahl. Und das wirkt sich dann auf die Gesamtpunktzahl. Und hier unten sieht man ja nächster Rang. Und dann kommt man, keine Ahnung, zum Hofnarr. Keine Ahnung. Und dann kann man natürlich immer die Sterne sammeln, die dann da oben sind. Man arbeitet sich hoch, ne? Ja, man vom Bauer, sich bis man dann hoch. Endlich der König ist am Ende. Oder die Königin. Ja, genau. Ja. Vielleicht öffnen wir mal die Runde für Fragen aus dem Publikum an uns drei. Insbesondere wahrscheinlich an die beiden. Gerd. Also, mich würde interessieren, ob
Also die, da war, ist immer Ton dabei, außer jetzt bei vier Bilder ein Wort, was wir jetzt nicht vorgestellt haben. Aber jetzt zum Beispiel bei, ich glaube, hier war Ton. Bei Katze Rope war auf jeden Fall Ton. Und Lisa taucht auch ab, auch Sprinkle auch, und Maschinarium, da war jetzt kein Ton dabei, weil ich ja auch finde, das ist keine Kinder-App, aber das nur am Rande. Warum? Also, weil es so düster schwer ist. Also ja. Erstmal, weil es zu düster ist, und zweitens, weil sie ziemlich schwer ist. Man braucht erstmal eine Weile, bis man es irgendwie verstanden hat. Also ich empfinde es nicht als eine Kinder-App. Mhm. Ja, aber bei Sprinkle, Lisa taucht ab und Katze Rope war auf jeden Fall Ton dabei. Bei den anderen eher nicht. Ja, man hat ja meistens so verschiedene Modi, ne? Entweder Hintergrundmusik oder man schaltet Ton an und dann wird einem alles vorgelesen, oder man schaltet eine andere Sprache an. Sind ja auch alle sehr international. Mich würde noch interessieren, ob für euch es denn eher ein schlechtes Kriterium ist, wenn eine App schwer zu bewältigen ist oder man sozusagen auch lange braucht, um sie zu lösen. Das klang jetzt immer so ein bisschen so, als ob ihr die App dann nicht so gut fändet. Also das kommt drauf an. Bei manchen Apps ist es jetzt so, dass es in Ordnung ist, wie jetzt zum Beispiel bei vier Bilder ein Wort, da passt es perfekt. Aber wenn es dann zu schwer ist, dann verliert man auch irgendwann die Lust, das Spiel zu spielen, und das ist eben das Kriterium. Ja, also ich sehe das auch so. Bei Maschinarium habe ich auch schnell die Lust verloren, weil es sehr schwer war. Bei zum Beispiel Sprinkle, da arbeitet man sich ja hoch und immer mit einem Schwierigkeitsgrad, deswegen macht das eher mehr Spaß. Ich weiß, da waren Fragen. Darf ich ganz kurz noch eine? In welcher Situation spielt ihr Apps und wie lange spielt ihr eine App? Wie läuft es ab bei euch im Alltag? Also, eigentlich spiele ich immer nur recht kurz, circa 20 Minuten. So lange spiele ich eigentlich nicht so oft Apps, weil irgendwann hat man dann die Lust verloren und hat dann irgendwie Lust, ein Buch zu lesen oder so. Also so ist es bei mir jedenfalls. Also ich spiele immer abends, wenn ich ins Bett gehe oder wenn ich aufwache, dann gucke ich kurz zum Beispiel in die Bravo oder so. Und wenn mir eine App total Spaß macht und ich unbedingt das Level schaffen will, dann spiele ich auch nochmal 20 Minuten mehr. Also. Ja, ich wollte eigentlich die Frage stellen, ob ihr die Tablets eigentlich auch in der Schule verwendet, aber das hat sich, glaube ich, gerade schon erübrigt. Das scheint nicht der Fall zu sein, aber vielleicht kann jemand von euch ja sagen, was er sich vorstellen kann, wie man so ein Tablet in der Schule verwenden kann. Also man könnte jetzt zum Beispiel, wenn man in der Klasse ist, dann im Internet arbeiten, zum Beispiel, wenn es die Aufgabe ist, finde etwas über Karl den Großen heraus, kann man jetzt noch mal schnell ins Internet gehen und dann da noch mal gucken. Also hauptsächlich für, also eigentlich nur für lerntechnische Dinge. Aber sonst so, wenn man dann Unterricht spielt, eine Spielestunde würde ich jetzt nicht so einlegen, weil es ist ja die Schule. Ja, also ich sehe das eigentlich genauso wie du. Ja, man soll natürlich nicht in der Schule spielen, die ist ja zum Lernen da, ne? Ja, ich habe auch schon mal eine Klasse erlebt, wo man rechnen darf mit dem Handy. Also ist ja eigentlich auch für die Schule so. Und ja. Das heißt, die dürfen ihre Handys mit ins Klassenzimmer nehmen? Na, also ich habe jetzt mein Handy immer aus und immer in der Schule, falls irgendwie was ausfällt oder so. Und die dürfen eben mit dem Handy rechnen, also in der 6. Klasse. Aber wenn die erwischt werden, dann gibt's Ärger. Also wenn die erwischt werden beim Spielen. Okay. Okay. Eine Frage von Tim. Ja, genau. Meine Frage wäre, wie wichtig ist es euch bei den Spielen, tatsächlich am Ende was zu gewinnen? Sind Spiele, bei denen man dann
zusätzliche Bilder sich anschauen darf oder zusätzliche Gadgets bekommt für andere Spiele. Sind die vielleicht attraktiver für euch als andere? Also ich persönlich finde Apps immer besser, wo man dann zum Schluss irgendwas kriegt. Also beispielsweise Doodle Jump, was ja jetzt vielleicht eine ziemlich bekannte App ist, wo man einfach nur die ganze Zeit hochspringt und wartet, bis man abstürzt. Sowas finde ich eher weniger gut. Wenn man irgendwie, ich habe dann irgendwie kein Ziel, warum ich das dann spielen sollte. Weil wenn ich etwas spiele, finde ich das schon etwas besser, wenn ich dann dafür etwas kriege. Aber nicht nur für... nur für irgendwas anderes. Also, ich finde, bei zum Beispiel Temple Run kriegt man immer Münzen und wenn man genug Münzen hat, kann man sich davon irgendeine Eigenschaft kaufen. Zum Beispiel, dass man so einen Sauger, sage ich jetzt mal, der die Münzen an einen, oder ein Magnet, der die Münzen an einen mehr, dass man mehr Münzen bekommt. Aber die muss natürlich auch Spaß machen. Also, gebt ihr Geld aus für Apps? Soll ich mal machen kurz? Ja. Also, wenn ich habe die meisten sind alle gratis, manchmal aber nur denn bis 2 Euro mehr nicht. Also es kommt drauf an, wenn ich jetzt im App Store zum Beispiel bin und da ist jetzt eine App, die mir so toll gefällt, aber die kostet dann was, dass ich dann erstmal nach einer Gratis-Version suche, was dann, wenn es dann nicht der Fall ist, dass ich mir dann schon nur ab 89 Cent, also nur so Apps für 89 Cent, aber für mich eigentlich eher nicht. Hm. Machen wir mal mit den Fragen weiter. Ja. Sie und hinten war, glaube ich, auch noch eine Wortmeldung. Hat sich erledigt. Nur mal eine Frage zur Verständigung. Da steht von Qualität von Apps aus Sicht von Pädagogen. Aber eigentlich haben wir doch jetzt immer nur über Spiele geredet. Mhm. Also die Qualität von Spielen, gibt es denn auch andere Apps? Also Bravo war das Einzige, was ich gehört habe, aber gibt es denn auch andere Apps, die jetzt keine Spiele sind, die für euch wichtig sind? Ja, also es gibt jetzt zum Beispiel Apps wie den Google-Übersetzer, den ich sehr bevorzuge im Lernen in Englisch oder in einer anderen Sprache. Da spielt man ja nicht, sondern gibt den Text ein und dann wird einem dann der übersetzt, was ich schon sehr praktisch finde. Aber mehr Apps habe ich eigentlich auch nicht, außer Wallpapers, wenn ich dann einen neuen Hintergrund will, aber mehr eigentlich auch nicht. Also es gibt ja nicht nur Spiele-Apps oder so Bravo mit News oder Neuigkeiten. Es gibt ja auch die App zum Beispiel iBooks, da kann man sich Bücher runterladen. Manche sind auch kostenlos, manche kosten Geld. Also sowas gibt es natürlich dann auch noch. Wie findet ihr die Apps? Ich habe ein bisschen darüber geredet, wie wir es schwierig finden auf Apps, die uns gefallen, als ich bin Mutter und als Lehrer und Pädagogen zu finden. Wie findet ihr eure Apps? Ist das was ihr über eure Mitschüler erfahrt, über eure Freunde? Macht ihr euch das selbst schlau? Könnt ihr das ein bisschen beschreiben? Also es kommt drauf an. Manchmal gehe ich dann einfach so in den App Store und gucke, was es so Neues gibt. Dann lade ich mir das von selber runter. Aber da gibt es jetzt zum Beispiel Apps wie jetzt zum Beispiel, ist jetzt nicht schlimm, wenn ihr lacht, es gibt jetzt eine App, die nennt sich Magische Miesmuschel aus SpongeBob. Die habe ich jetzt zum Beispiel von einer Freundin erfahren. Und und dann lädt man sich die einfach runter, um dann zu gucken, wie einem die gefällt. Oder meine Eltern haben sich Apps runtergeladen, wie auch zum Beispiel die Suchspiele. Die kommen alle von meinen Eltern, die sie mal runtergeladen haben. Haben gesagt, Lara, kannst du ja mal anfangen zu spielen? Habe ich gedacht, ja gut, machen wir einfach mal. Und das ist jetzt meine Lieblings-App. Also. Aber die meisten lade ich mir dann alleine runter. Also ich finde die meisten Apps auch in App Store. In meiner Klasse, meine Jungs hier, ne, die haben, die rufen, also wir haben so einen Klassenrat oft und dann soll man was Positives sagen und dann sagen die immer Clash of Clans und ich wusste nie, was das ist. Jetzt weiß ich es, das ist eine App im App Store. Und ich habe auch eine App, also die spiele ich nicht, das ist eher was für Jungs. Ich habe eine App, die heißt Puh, da muss man so eine Figur so versorgen und so. Die habe ich auch von Freunden gehört. Aber die meisten suche ich mir schon selber raus.
Das ist so ein bisschen wie was wir noch vom Tamagotchi her kennen, dieses Figurenversorgen, ne? Ja, in der Tat, ihr redet viel über Spiele. Diese Tatsache, dass ihr mit dem Gerät unterwegs seid, mit dem ihr euch ja gar nicht bei euch im Zimmer aufhalten müsst, spielt das irgendeine Rolle? Bringt euch das auf irgendwelche Ideen, was ihr mit diesem Gerät da draußen machen könnt? Also die Tatsache, dass man jetzt ein Gerät dabei hat, worauf dann Spiele sind, die ist schon ziemlich, das Wort fällt mir gerade nicht ein. Verführerisch? Also, naja, ja, aber eigentlich spiele ich eher weniger, wenn ich dann unterwegs bin, weil ich fühle mich dann immer schlecht, weil ich immer denke an jetzt zum Beispiel sehr alte Damen, die jetzt zum Beispiel 80 sind oder so, die sagen immer, ach, diese jungen Leute von heute, die ganze Zeit mit ihren Handys unterwegs. Ja, also dann fühlt man sich so ein bisschen blöd und ich finde es auch so ein bisschen respektlos, finde ich das. Aber das ist meine Seite, die dann irgendwie rauskommt. Also, wenn ich mein iPod, also da habe ich die ganzen Apps drauf, wenn ich den unterwegs habe, mir ist langweilig, dann höre ich manchmal aber auch Musik oder manchmal spiele ich dann aber doch schon Spiele, weil was soll man machen im Auto, wenn Stau ist? Also kann man ja auch nicht viel machen. Vielen herzlichen Dank. Ich glaube, Sie hätten noch hier Gelegenheit für eine Abschlussfrage. Wir sind nämlich eigentlich schon am Ende angekommen. Also seit wie vielen Jahren macht ihr das schon mit? Also ich habe, als ich 5 war, habe ich noch nicht Apps gespielt, aber da hatte ich schon einen Gameboy. Also aber mit Apps spielen hatte ich eigentlich mit 8 angefangen. Mit 8 oder mit 9, aber ich glaube eher mit 8. Mit 8 habe ich angefangen. An deinem Gerät? Oder? Nee, da habe ich angefangen auf dem Gerät meiner Mutter oder meinem Vater oder meiner Schwester zu spielen. Und dann später mit 8,5 habe ich dann mein eigenes gekriegt. Also mit meinem eigenen iPod habe ich den dann gekriegt. Also ich spiele schon mit Apps, also ich hatte schon ein Nintendo mit, ich glaube so 6, 7 Jahre habe ich einen bekommen. Seitdem spiele ich mit sowas wie oder irgendwie eben sowas. Mit Apps, aber erst so mit 8 oder 9 habe ich nämlich ein iPod bekommen und da habe ich dann mit Apps angefangen zu spielen. Wir sind durch mit der Zeit. Ich hoffe, für Sie war es eindrücklich und gut, dass wir euch hier hatten. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch, dass ihr euch bereit erklärt habt. Ja, vielen herzlichen Dank. In der Tat, damit beschließen wir dieses mit einem kleinen Exkurs in das Thema Apps und einem kleinen ersten Einblick darin, was möglich ist, was Kinder interessiert, was Pädagogen so ein bisschen anfangen, darüber nachzudenken und mit Sicherheit damit spätestens jetzt, wenn man die aktuelle Diskussion verfolgt, natürlich ein Thema, das, und ich glaube, darum geht es jetzt auch im weiteren Verlauf, was Einzug erhalten wird in die unterschiedlichen Felder, zum Beispiel den mobilen Jugendmedienschutz. Ich bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich.